Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Fashion Dreamer. Wir sind auf dem Weg, der größte Mode-Influencer der Welt zu werden. Eigentlich nicht, aber wir versuchen einfach mal. Was soll schon passieren? Wie geht es dir? Was möchtest du denn? Was ist dein Stil? Hallo? Schwarz gestreift Einteiler. Nee. Ach. Lol, ich bin immer nur jetzt hier so rumgelaufen, aber ich war jetzt halt nicht hier in dem Pop-Up-Bereich. Um zu gucken, was die hier so Schönes haben. Vielleicht wird mir hier ja was anderes angezeigt als im anderen Kokon. Gestreift, okay. Hier irgendwas, wo ich sage, ey, das ist so cool? Nee, ne? Überall das Gleiche. Ist das jetzt schwarz? Ich hätte es halt auch schwarz gemacht, ne? Also, was willst du machen? Lucky Color ist wieder rot? Nee. Heute ist lila. Lila und blö. Lila und blö. Wir haben ja im letzten Part haben wir ja Gacha-Tickets gemacht. 10 Stück. Und dabei habe ich so viele krasse Items bekommen. Auch so ein bisschen speziellere Items, die... Ich weiß nicht, ob die selten sind. Ich glaube nicht. Selten 1, 2, 2, 3... Ja, das ist das selten. Noch die hier mit den seltensten. Aber so viele, ey. Guck mal, was ich noch alles designen muss. So viele krasse Sachen. Aber was soll's. Ich wollte noch mein Inventar machen. Das fällt mir ein. Inventar. Genau die Empfehlung. Habe ich das registriert? Ja. So, Lieblinge 1. Okay, das sind schon zwei verschiedene. Gut zu wissen. Die werden müssen auf jeden Fall registriert werden. Ist denn hier irgendjemand? Hi. Blau, Einteiler süß. Ich hab nichts Blaues. Doch, ich hab. Das Kleid ist ja ein Einteiler. Was bin ich denn drauf? Hier. Das ist doch blau. Blau-grün. Irgendwie finde ich das ein bisschen cooler, ehrlich gesagt. Im Trend. Blau und ein Einteiler. Stylisches Farbkonzept, okay. Ja, gib mir die Gacha-Tickets. Ich brauche ganz viele davon. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe zwar keine Männerklamotten, aber vielleicht können wir ja irgendwas. Ein Sweatshirt in Brauntönen. Ich fürchte, dass ich nicht sehr gesprächig bin. Ich fürchte auch, dass ich keine Sweatshirt für dich habe. Das ist ein T-Shirt. Das ist ein Hemd. Ein Sweatshirt ist ja sowas. Ein Hoodie. Also wäre für mich jetzt ein Hoodie. Odo-Hemd.
Also für mich wäre ein Hoodie ein Sweatshirt. Ne, Hemd. Und? Ja, ist es. Ha, wusste ich doch. Man sieht es mir nicht an, aber ich freue mich. Oh. Übrigens, gute Arbeit mit den Farben, meine ich. Oh ja, yeah. Ach, Bingo-Tickets. Ich würde ganz gerne meine Bingo-Tickets durch... Nee, das Büchlein habe ich schon. Meine Bingo-Tickets durch Gacha-Tickets tauschen. Duschen wir da? Was ist mit dir los? Ja, auch so ein bisschen Hummel im Arsch, ne? Hi. Magst du mir einen Hingucker? Grau, Prinz, irgendwas schlicht. Ja, okay. Krieg ich bestimmt hin. Grau und Prinz. Ja gut, aber Grau krieg ich hin. Krieg ich bestimmt hin. Oder krieg ich gar nicht hin. Ich hab nichts Graues. Was war das nochmal? Grau, Prinz, schlicht. Das ist nicht schlicht. Also hier haben wir schon mal was, die Jacke. So. Dann, nehme ich doch lieber die. So, das finde ich ganz nice. Lieblinge, habe ich irgendwas? Ich habe nichts Graues, das weiß ich, aber vielleicht kann ich sie zu den Schuhen überreden. Im Trend, grau und schlicht. Aber kein Print, ne? Na gut. Kann ich mit leben. Was ist denn da oben schon wieder los? Oh, die freuen sich. Hihi. Was sind denn hier im Prinzip die Preise? Ich meine, zwei Stück habe ich, ne? Nee, eins sogar nur. Ah. Also es lohnt sich schon auf jeden Fall. Wenn du Glück hast, kriegst du sogar was Gutes bei raus. Aber nur, wenn du Glück hast. Ah, ich will die Mütze! Okay, ist das immer random, was man bekommt? Ob man jetzt Bingo-Tickets oder diese Gacha-Tickets bekommt? Rosa geblümt, Mäntel und süß. Rosa geblümt, Küchen. Hier, rosa geblümt. Das ist auf jeden Fall süß, aber die möchte auch einen Mantel haben. Ich habe leider keinen Mantel. Das ist ein Cardigan. Natürlich wird mir jetzt hier das kein Mantel aus angezeigt, ne? Das musst du schon selber machen. Zählt das als Mantel? Ich glaube nicht. Das ist auch ein Cardigan. Auch einer. Das wäre ein Mantel. Aber wenn das andere süß ist, könnte das doch funktionieren. So wird ein Schuh raus. Im Trend. Ah, sie mag es. Perfekte Farbkombination. Dankeschön. Ah. Wieso kriege ich denn nur ein Ticket? Ich brauche mehrere, Leute. Ich brauche mehr Tickets.
Das Hallo. Ist schwer. Hi. Stiefel. Ich bin so schrecklich darin, Entscheidungen zu treffen. Kann das für mich übernehmen? Naja, ich habe keine Stiefel, mein Freund. Uiuiui. Hellblau, irgendwas süß. Ich habe leider kein Hellblau. Wie geht es dir so? Ich habe zwar süß, aber kein Hellblau. Duschen wir doch. Einfarbig Hüte. Pop-up Arena. Hellblau, irgendwas süß. Vielleicht haben die ja bei schneller Auswahl irgendwas hellblaues. Hm. Ist das nicht das, was sie eben gerade schon trägt, so? Wie sieht das aus? Ja, irgendwie finde ich die Mütze süßer. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass ich ihr eher vielleicht so die Hose gebe. Aber ich finde den Rock gar nicht so blöd. Das ist Marine. Ja, das ist zu dunkel. Das würde ich nicht als hellblau zählen, tatsächlich. Das wäre schon ein Tick zu dunkel. Nee, das finde ich cooler. So, im Trend. Hellblau und süß. Schon wieder Bingo-Tickets. Guck mal, diese Bingo-Tickets. Hallöchen. Hi. Wie geht's dir? Bin ich eben gerade nicht schon gesehen. Du stehst anscheinend so ein bisschen auf bunte Sachen. Gelb, Tierprint, irgendwas. Ne, ich habe keinen Tierprint. Ich bin kein Freund von Tierprinz, bin ich Tierprinz, bin ich ehrlich. Ich finde, nur Tiere sollten sowas tragen. Nicht Menschen. Dem Leopard steht auch nur seine Streifen gut. Und niemand anderem. Oder dem Zebra. Und seine Streifen. Nee, Leopard ist ja gefleckt, ne? Hm. I love it. Warte mal, wo laufe ich überhaupt lang? So, ist denn hier noch irgendjemand? Ich meine, Edmund kennen wir schon. Du schon wieder! Immer der gleiche Dude, ey. Hauptbereich. Ach, gehen wir erst da lang. Grün geblümt Stiefel süß. Hm. Nee, das geht nicht. Das. Oh, ey, der nervt mich ein bisschen. Der Unentschlossene. Der ist fest entschlossen, irgendwie mir zu folgen. Hey, ich mag deinen Rock. Warte.
Also das Urteil. Ich mag den Rock. Hi. Hi. Huch, du hast was für mich. Ich möchte das Outfit aus meinem Horoskop ausprobieren, aber ich kann es einfach nicht umsetzen. Was hast du denn für einen Artikel? Rede mit mir. Ach, der Rock ist es. Okay. Ja. Das wird so sein. Farblich passt alles so ein bisschen zusammen. Oh, jetzt weiß ich, wie du das gemacht hast. Ich habe das Gefühl, mein Glück kehrt langsam zurück. Ich frag mich, was das höchste der Gefühle bei denen ist. Ja, eine neue Farbpalette endlich mal freigeschaltet. Dafür, dass manche so viele Follower haben, ne, sind die doch relativ einfach angezogen. Wie geht's? Hat dich dir nicht schon was angezogen? Ja, Nori habe ich doch schon angezogen. Aber Nori hat es anscheinend nicht so gefallen, glaube ich. Shorty. Ich hab noch ein bisschen. Gucken wir mal. Was hätten wir denn so Schönes? Etwas, was mich jetzt inspirieren tun täte. Ich habe tatsächlich so ein ähnliches Hemd, aber tatsächlich andersrum. Ich habe. Was ist das denn so beige, ne? Ich habe tatsächlich eher. Such diese Farbkombination da oben. Die Punkte so. Das ist dann schwarz. Naja, ich habe halt keine Knöpfe halt, ne? Habe ich denn jetzt die Farbe hergeklaut? So. Also so ähnlich sieht, habe ich auch ein Oberteil. Ja, so ein ähnliches. So, vielleicht noch eins. Wenn ich das jetzt vielleicht mache, das hat zwei Farben. Das finde ich eigentlich ganz nett. Merken wir uns mal. Oh nein, das hat nicht ausgereicht. Für die Short. Ah, gut. Dann nehmen wir die, weil die ja doch ein bisschen seltener zu sein scheint. Mal eine Männerjacke. Schwarz. Und weiß. Kannst du nie was verkehrt machen. Was? Immer noch nicht? Ach komm schon, als ob. Ich halt die Socken.
als würde ich jemals solche Socken irgendwie anziehen. Obwohl die mich ein bisschen an Bundeswehrsocken erinnern. Aber okay. Ah, genau. Jetzt habe ich ja noch ein neues Vorteil gekriegt. Wo ist es denn? Da. Bevor ich es nämlich vergesse, nehmen wir das nämlich jetzt auch. Die Socken kommen weg. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist egal. Chronologie, was hatte ich denn hier? Echt jetzt? Das muss schwarz sein? Nee, Quatsch, das. So. Da gibt es auch noch die passenden Ohrringe dazu. Ich hätte ganz gerne Schuhe. Schüchchen. Was habe ich denn so für Schüchchen zur Auswahl, die eventuell zu dem Outfit passen könnten? Die natürlich. Ich mache jetzt nochmal ein neues Outfit. Habe ich irgendwelche coolen Socken? Irgendwie so mit Strümpfchen dran, so mit lassen liegen, irgendwie so mit Schleifchen wäre auch ganz cool. Ich glaube, das eine waren Männersocken. Orale ist nur eine. Wieso ist das nur eine Farbe? Das ist doch blöd. Machen wir auch mal zum Liebling und dann gucken wir mal. Wo sind die Schuhe? Sorry. So. Hier. Erstellen. Gucken wir uns jetzt noch mal kurz die eine Strumpfhose an. Die mit dem floralen Muster. Verstehe nicht, warum die nur einfarbig ist. Sehr viel cooler, wenn ich... Ja gut. Das ist ein bisschen, glaube ich, too much oder so. Aber okay. Dann nehmen wir noch mal die andere Strumpfhose. Gucken, wie die aussieht. Ich mag einfach gerade die Farbkombination. Aber ich glaube, florales Muster würde wahrscheinlich besser passen. Und jetzt habe ich auch noch ein passendes Accessoire dazu gekriegt. Also so. Hier. Ach, warum mache ich das denn? Ich kann doch gleich was machen. Ich hätte ganz gerne noch einen Hut. Das? Einen Hut brauchen wir noch. Ein Hütchen. Pass auf, ich übertreibe es jetzt massiv. Ein Hütchen, aber ein cooles Hütchen. Das ist nur eine Farbe. Das sind drei Farben. Würde aber auch nicht passen. Alles. Ich probiere das jetzt an mir aus. Und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Mein Outfit. Ich habe ein bisschen Angst.
Ah, nee, Quatsch. So? Nicht die gleiche Farbe, ne? Aber könnten wir... Aber es ist so eine ähnliche Farbe, ne? Ich glaube, das fällt gar nicht auf. Ich finde es nice. Nein, das sind die falschen Schuhe! Oh no! Falsche Schuhe, Mensch! Hier. Wie? Ist nicht ganz die gleiche Farbe, ne? Jetzt muss ich nochmal den so ein Hütchen machen. Ach, wir lassen einfach den... Das Hütchen weg. Das Hütchen bleibt weg. Bis ich irgendwann mal so ein... passendes... Kopfbedeckung, eine passende Kopfbedeckung habe. Tagchen. Was willst du? Grün, geblümt, Stiefel, süß. Ach, immer die so mit ihren extra Wünschen. Na schön, aber ich beende hier diesen Part. Ich guck nochmal, was es hier jetzt so schönes gab. Ich finde es irgendwie ganz süß. Tatsächlich. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Wenn ihr mir einen Hingucker erstellt, dann vergesst nicht die Brille. Ich bin Brillenträger. Ich komme da leider nicht drum rum. Aber bis dahin sage ich Dankeschön. Auf Wiedersehen und bye bye.